Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Another Pulk in the Mall. Und ja, es geht hier weiter. Die ganzen Putzfrauen sind am Arbeiten oder waren am Arbeiten. Wir haben ja in der letzten Folge ein paar mehr eingestellt, weil einfach wir nur eine einzige hatten für alles. Das war etwas doof. Ansonsten, der Tisch hier wird gebaut. Das heißt, wir werden nicht mal kurz ein bisschen Schmuck verkaufen. Tja, das könnte auch richtig gut Geld geben. Ansonsten, die Straßen werden hier weitergebaut. Ja, und wir werden jetzt hier mal anfangen, eine Bowlingbahn zu bauen. Ich dachte mir so, machen das hier irgendwie so hin. Machen hier noch eine Straße durch und hier Parkplätze hin, irgendwie. Das heißt, wir sollten am besten mit der Straße anfangen, damit es gut passt mit den Parkplätzen. Bevor wir uns da irgendwie verzetteln und dann da keinen Platz haben. Oder, würde ich sagen. Ja, ja, hier kommen wir Parkplätze hin. Tja, hier geht nichts hin, schade. Tja, Parkplätze. Machen wir hier hinten auch noch Eingang dahin? Ich weiß gar nicht. Hier zu und dann Eingang hin. Hintereingang, wenn hier Leute parken und zum Kino wollen. Das machen wir doch so. Mhm. Parkplätze. Straße. Pock. Und Customer Parking. Ja. Wenn wir noch keine Straße haben, geht das noch nicht. Und hier auch lang. Ah, und dann hier irgendwie noch andere Sachen. Gut. hier bauen wir dann nachts um, hoffe ich. Was hier abgeht, Alter. Krass. Hier oben. Keine Ahnung. Okay, dann bauen wir halt erstmal das Gebäude. Fertig. Foundations. Ich meine, wird in die Stadt gebaut, weil hier gerade noch die Straße errichtet wird. Aber hey. Hat die Frage, wie? Machen wir auch direkt hier in die Straße ran? Warte, bis die Straße fertig ist, würde ich sagen, oder? Und dann können wir das hier dran bauen, weil hier dran ist dort weg, ist auch doof. Dann bauen wir ja halt hier ein bisschen um. Wir ziehen einfach mal hier Wände durch. Walls. Gehen auch hier mal, machen wir zu. Und errichten dort dann eine Stuff Door. Da. Ja, und da noch eine Tür. Gut. Und das hier natürlich dann weg. Nice. Gut. Und mein Hintereingang für hier passt. Ganz schön viel los hier, muss ich sagen. Kommen wir überhaupt noch hinterher mit dem Auffüllen? Nee, ne? Irgendwie ja nicht so. Noch jemand drittes einstellen oder nicht? Ist ja die Frage. Oder generell wollen wir hier noch mehr noch andere Sachen hinbauen. Tja, ich hab keine Ahnung. Haben wir alle? Ich glaube schon, ne? Tja. Ja, gut, wir haben nicht alles. Also ich frage, ob er das Zeug hier auch reinbaut oder nicht. Tja, könnt ihr auf jeden Fall noch Handtools verkaufen. Power Tools. Tja, könnte man eigentlich machen. Gibt es hier noch? Nix. Hier noch irgendwas? Was? Oh! Tja, dann bauen wir. Wir bauen die eh hier aus. Dann können wir noch hier einige Frischer hinbauen. Und hier oben noch irgendwie so zwei. Chefes. Oder ein paar mehr. Ja, so machen wir das. So Leute, baut die Straßen, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Schön viel Geld, finde ich geil. Noch drei Errungenschaften. Oder Ziele. Schade. Ja gut, eine läuft. 50.000 Sales haben wir bald. 200 Customers, dafür brauchen wir noch einiges mehr. Daily Profit von 50.000, Alter. Ist klar. Ja, aber gut. Tja. Das ist ganz gut. Warum ist hier? Warum ist hier keiner mehr an der Kasse? Seid ihr bescheuert? Ja. Oh. Scheiße. Die gehen ja beide schon wieder um 19 Uhr. Wow. Die können ja alle schon klauen. Okay, dann kommt die andere. Was jetzt überlegen? Was wäre am besten eigentlich? 4 Stunden später, oder? Ja, 4 Stunden später wäre dann 13 Uhr. Und dann passt das soweit. Ja. Kann man den jetzt noch ausschalten, oder? Danke.
Ausschalten, habe ich gesagt. Aus. Gut. Hab ich etwas verpeilt. Ups. Alter. Wir brauchen hier dringend mehr Leute, die abends arbeiten. Guck doch mal an, was da abgeht. Ups. Wow. Du kommst. Da verarscht ihr Leute komplett. Du? Und du kommst bitte um. Tja. 18 Uhr? Oder 17 Uhr? Bleibt 8 Stunden. Ja. Einfach mal so. Fett. Wobei, eigentlich ja nicht. Eigentlich braucht er nur 5 Stunden da sein, oder? So soll es passen. Tja. Gut. Ich arbeite dran, Leute. Ach du Scheiße. Krass. Das ist Nacht, da können wir bald hier umbauen. Alter, die brauchen hier eine Ewigkeit, Leute, dafür. Krass. Tja, dann bauen wir hier halt erst noch die Folge um. Wenn die jetzt überhaupt machen, ist die Frage, weil die hier das muss eigentlich priorisiert werden. Schauen wir mal. Pause. Bauen. Eine Foundation. Huh. Das geht. Okay. Gut. Dann bau mal so, bitte. Ja, danke schön. Machen wir jetzt schon, keine Ahnung. Was? Wer bist du? Der Georg. Warum kommt der Georg zur Arbeit jetzt? 17 Uhr, 8 Stunden. Vor allem, warum kommt er jetzt erst um 17 Uhr? 5 Stunden. Ja, gut. Leicht verpackt wahrscheinlich. Ups. Wird. Die ja auch. Wer bist du? Die Judith Bernhard. Ja. Gut. Und wir kommen hier ziemlich komisch. Baut hier endlich mal einer? Da kommt einer. Hm. Mach hin, Mann. Es muss fertig werden. Gut. Wenn wir das haben, dann können wir doch ein paar Tische reinbauen. Bau bloß weiter. Können wir eigentlich hier Floors? Ne, nur in Gebäuden. Schade. Schade. Echt. Aber egal, dann machen wir hier, was ist das für ein Boden, Alter? Ist hier vielleicht? Ja. Geil. Dann brauchen wir sein Store. Ja. Gut. Dann können wir oben noch ein paar Sachen reinbauen. Bauen. Ich überlege. Eigentlich brauchen wir ja einen Kühlschrank. Ja, nein. Hier. Also sowas, keine Ahnung. Gut, ich hoffe, die Kassen reichen. Also gerade fertig geworden, ne? Oh! Fuck. Vergessen. Nicht gut. Offen. Wir haben auch keinen, den verkauft gerade. Weil der andere schon gegangen ist, oder was? Tja. Da ist er. Der soll um 9 Uhr kommen und ist erstmal 11 Uhr da. Unpünktlichkeit, ihr Wichser. Sorry, Mann, aber ganz ehrlich. Warum kommen die nicht? Ihr seid ganz schön böse, ey. Kommt ihr zu spät zur Arbeit? Fauler Wachmann, hier schon geklaut. Egal. Ah, schon da. Fragt doch jemand was. Ja. Tool ist auch hier rein, oder? Hier unten zumindest schon mal. Oder oben? Hm. Ja. Ich will auch eh keinen weiteren Laden. Von daher. Machen wir mal ein bisschen.
keine Ahnung. Das hier. Davon. Ja. Ja. Noch zwei Regale bitte bauen. Da ist der Laden eh voll. Wir können hier noch was bauen. Aber dann können die nicht plötzlich langlaufen und auch doof. Ja, ich schaff da nicht so viel los im Laden jetzt gleich. Wäre doof, wenn das so ist. Tja, was los? Ja, passt schon. Oh, er ist fertig. Geil. Dann können wir jetzt hier erstmal sagen, ein paar Plätze. Zumindest schon mal ein, zwei Stück. Nicht remove. Roadwork. Customers Parking. So, nur zu markieren. Damit es nicht so lange dauert. Oder andererseits, komm. Scheiß drauf, durchziehen. Ist die Frage, wenn ich jetzt Casino hinmache, brauchen wir noch Kommia? Eigentlich brauchen wir gar keine Ladezone, oder? Ja, gut. Das heißt, wir können eigentlich auch mal nur durchziehen, ein paar Plätze. Und dann das, die Foundation hier hinziehen. War die Frage, wo? Tja. machen wir einen Abstand oder nicht, Leute? Ich glaube schon, ne? Ja. Mal hier sollte. Oh. Ja, mir fehlt vielleicht Geld. Auch nur vielleicht. Ja, gut, warten wir halt damit. Egal. Sind eigentlich schon die Chefs gebaut worden? Nein. Die kommen nicht mehr nach mit dem Einräumen. Wir brauchen dringend nochmal. Ups. Tja, so 70% schon vollgeladen, Alter. Ich hätte noch den Storage vergrößern müssen. Wer was? Ganz runtergegangen, aber wahrscheinlich, weil zu viele Besucher da waren oder so, keine Ahnung. Ja, wir brauchen noch einen. Das ist da drin ganz gut. Mal mit um 12. Na, ja, gut. Jetzt bis 20 Uhr da, das passt. Gut. Mach hin. Power Tools und Handtools bitte. Gut. Kann ich auch hier verkaufen, aber egal. Passt schon so. Das war so ein Allround-Laden hier. Er hat auch am meisten besucht. Hier oben geht's auch ganz gut ab. Und der Kopf, Sachen. Wie viel? 224 für Schmuck. Die wahrscheinlich auch. Nice. Ja, ja. Gut. Und der hier hat immer noch am meisten Geld, glaube ich. Ziemlich geil. Warum? Oh. Ha! Der, braucht jetzt ziemlich lange, ne? Warum ist die so lahmarschig, die eine? Ja. Echt auch schnell im Speed. Ich kapier's nicht. Keine Ahnung, Leute. Naja, egal. Straße ist bald fertig. Ich bin gespannt, ob da mehr Autos kommen oder nicht. Und Loch ist gesperrt. Kostet mich noch Geld, das zu anlocken. Erstmal nicht. Erstmal müssen wir bauen. Ja, die Straße bauen. Na, ja, gut. Nice. Weil dann bauen wir die Straße runter und dann haben wir das alles. Gut. Ich habe gerade die Parkplätze gebaut, auch ganz gut. Warum ist das? Nein. Egal. Mir egal. Ja. Ja, hier ist genauso gemacht, von daher ist okay. Ist okay. Tja, wir haben gerade ein bisschen Geld gemacht. Dann los. Alter, okay, der Profil ist mega nach oben gegangen, deswegen ist wieder unten. Generell können wir mal reinschauen. Parking Usage ist auch voll hochgegangen. Ja, aber auch darauf achten, dass es dann nicht irgendwie die ganzen Parkplätze voll sind. Was ist jetzt in den letzten 7 Tagen? Ja, Anfang so ist es dann hochgegangen. Krass eigentlich. Hier relativ lange ist dann nicht viel passiert, nur gerade schon viel. Ja, Profit geht hier sau hoch. Krass.
einen Tag Wumms. Tja, aber ansonsten. Davon nichts. Ja, insgesamt Geld, klar, geht halt runter irgendwann, ne? War sogar einmal kurz im Minus. Tja, gut. Läuft. Ja, ob wir das überhaupt bauen werden, ich weiß nicht. Schwierig. Na gut, ja. Braucht er noch einen Recyclinghof irgendwo, oder reicht der hier? Wegen diesen Dinger. Eigentlich braucht er ja nur. Also Müllerpool. Ort. Eigentlich braucht er ja nur das Restaurant, das Ding, oder? Hoffe ich zumindest mal. Gut. Jetzt können wir eigentlich nur warten. Aber es geht aktuell nicht. Naja. Er baut die Parkplätze, gell. Brauchen wir auch. Gut, jetzt geht es hier schon wieder los. Läuft. Die sind also pünktlich. Läuft. Auffüllen bitte. Die auch bitte alle auffüllen. Die ganzen Regale. Dankeschön. Ich dachte, wir eher hier drin treffen können, oder? Egal, jetzt zu spät. Ja, ist alles hier verkauft im Laden. Der Laden ist auf jeden Fall beliebter geworden. Noch eine dritte Kasse, die durchgeht offen hat, weiß nicht. Ist schwierig. Eigentlich klappt es gerade so. Ich ziehe auch noch an und es passt auch eigentlich perfekt. Warum läuft die einmal auf dem Rund immer zum Holen? Irgendwie komisch. Egal. Alles gut. Hier oben läuft es auch aktuell. Der Laden ist irgendwie schon geil. Hier oben geht es nicht so stark ab. Profit aber schon stark. Ja, hier geht er so. Geht er auch ziemlich geil. Auch mit runtergegangen, ne? Hier geht auch einigermaßen und hier auch. Okay. Gut. Ja, schön. Mehr geht aktuell nicht. Ich muss warten, Leute. Wir haben nicht genug Geld, hier was aufzubauen. Parkplätze sind fertig, ist ziemlich gut. Der. Frühmorgens und abends ist halt immer hier ein bisschen mehr. Ein bisschen doof. Tja. Aber wir haben glückliche Kunden. Ist doch schön. Einer ist geleftet, wahrscheinlich wegen dem Restaurant, wo er dann zu lange gewartet oder warten musste. Gut, ja, wir können auch noch mit nichts anfangen. Ist die Straße noch eigentlich fertig? Ah, bald. Nice. Tja, dann gucken wir mal, ob dann irgendwie mehr Autos kommen. Nächste Folge sollte es hier dann soweit sein. Tja, vielleicht haben wir das dann auch schon genug Geld, um hier was reinzubauen. Wie groß ist das eigentlich? Eigentlich ist das doch nur wieder, hier diese Checkout-Dinger. Hier, Order-Counter, genau. Und dann, wir könnten noch ein kleines Dinner da reinbauen, vielleicht. Aber es gibt halt nur eins. Und das ist halt immer das gleiche wie das hier. Wenn es mehrere Diners gibt, die verschiedene Sachen verkaufen, wäre cool. Ja, bauen wir mal, da kommt der da nicht rein. Tja, kleine Toilette vielleicht nochmal. Oder verbinden wir das mit der hier? Wir bauen eine eigene Toilette. Scheiß drauf. Da kann er noch sowas rein oder so. Tja. Oder sowas. Das hier geht auch nicht viel. Wenn wir keine Mall Wars reinbauen können. ATM vielleicht noch mal schauen. Einziger ATM ist ja der hier, oder? Haben wir überhaupt einen ATM? Ja, hier. Hier ist der einzige ATM, den wir haben. Tja, egal. Gut, Leute. Tja. Wir müssen irgendwie noch ändern. Ist nicht so ganz optimal aktuell hier. Vor allem, wenn es ja nicht weniger Kunden, sondern mehr. Aber mal schauen. Gutes Wasser für die Folge gewesen. Nächste Folge kümmern wir uns dann um die Straße einmal. Die werden wir dann eröffnen. Nächste Folge. Ja. Nächste Folge wird es eröffnet. Nice. Und dann bauen wir halt hier die Bowlingbahn irgendwie hin. Mal schauen. Und ja, dann danke schon fürs Zusehen. Und tschüss bis zur nächsten Folge von Another Freak in the Mall.